Das wird schon so ein Signature-Move, dass wir uns irgendwie wie so japanische Mädchen hinstellen und einen auf K-Pop machen oder keine Ahnung. Ich habe jetzt alle Kulturen vermischt. Wunderbar. Hallo, willkommen zum Podcast. How much is the riff? Hier ist Axel. How much is the riff? Ja, hallo. Hallo Axel. Hallo Na, alles Chris. Na, geht's dir gut? gut? Ja, schlechten Menschen geht's immer gut. Und ich habe ja hier ein paar Bonbons. Und die helfen Die natürlich. sehen Und natürlich sehr lecker aus. Was stand da drauf? da stand drauf Bremer Bonbon-Manufaktur. Sehr geil. Aber ja. Klingt nach Handwerk. Bitte? Das klingt nach Handwerk. Das klingt nach Handwerkskunst auf jeden Fall, ja. Wahnsinn. Mittelmäßige Überleitung zum Thema Handwerk. Unser Thema heute für den Podcast: Cheapo versus Kernschrott. Wo ist da die Grenze? Wie kann man sich da orientieren als Käufer oder als Bastler? Was ist Zeitverschwendung, was ist Geldverschwendung und was hat Potenzial und was nicht? Genau. Also dazu muss man natürlich sagen, dass es unsere subjektive Meinung ist und nur auf unseren Erfahrungsschatz herrührt und man jetzt natürlich nicht alles kennt. So, der Markt ist riesig, der Markt ist gewaltig. Allein ein Hersteller wie Cord produziert im Jahr 1 Million Instrumente und die kriegt man rein rechnerisch nicht alle in die Finger. Genau. Hier kann man schon mal unterscheiden zwischen A, wirklich neue Instrumente kaufen, wie ist so das Budgetlevel, irgendwie wie viel möchte man ausgeben, wie viel kann man wofür ausgeben. Und wirklich genau die andere Hälfte wäre dann wirklich zu sagen, okay, ich bin vielleicht halbwegs ambitioniert als Bastler oder ich bin in der Lage, kleinere Reparaturen oder Aufbesserungsarbeiten zu leisten. Wie sieht das auf dem Gebrauchtmarkt aus? So was kann man erwarten, was darf man hoffen irgendwie? Was kann man leicht machen, eventuell auch am Ende? Ich finde, das sind zwei ganz gute Kategorien, um das erstmal irgendwie so ein bisschen zu sortieren, das Thema, weil sonst ist es halt irgendwie so, hier hast du 50 €, versuch mal einen Rick hinzukriegen. Das ist cool. Ich würde es total gern irgendwie mal hinkriegen für den Betrag, aber das ist dann natürlich nur im gebrauchten Sektor möglich. Ja, aber ich find tatsächlich halt gerade, dass der Gebrauchtmarkt so seinen Charme hat. Also ich bin da eigentlich nur unterwegs. Ich glaube, die Sachen, die ich mir wirklich neu gekauft habe, gerade jetzt bei Thomann und Co., das kann man einer Hand abzählen. Wenn ich jetzt natürlich jetzt irgendwie Sachen gerade bei Effekten oder sowas jemanden kenne oder eine Firma kenne oder sowas, dann bestelle ich da halt bei dieser Person entsprechend schon mal neu. Aber ich glaube, die meisten Sachen, die ich gekauft habe, habe ich eigentlich aus dem Gebrauchtmarkt geschossen irgendwie. Ja, da gibt es natürlich auch Pros und Kontras. Und gerade wenn man, also gut, ich glaube, das ist nicht mehr ganz en vogue mittlerweile, so bei eBay irgendwelche Sachen zu ersteigern. Ich glaube, die Geschichte ist ziemlich durch. Der Drops ist ziemlich gelutscht. Mittlerweile geht eigentlich das meiste über eBay Kleinanzeigen, aber gerade bei eBay hatte ich dann doch so den einen oder anderen vermeintlichen Schnapper, den ich dann im Zuge des "Ich muss den jetzt aber haben" dann doch eigentlich viel zu teuer gekauft habe, dafür, dass es dann doch, sagen wir mal, irgendwas gewesen ist, wo man viel Arbeit, Zeit, Geld und etc. reinpacken musste. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht bist du ja eher so der Experte für Gebrauchtsachen oder beziehungsweise für neue Sachen. Was ich halt so sagen kann oder was meine Einschätzung ist, gibt es ja viele so diese Eigenmarken bei Thomann mit Harley Benton und wie sie nicht alle heißen, gibt ja dann doch ein paar. Ich finde halt immer so die ganz, 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 ganz günstigen Sachen würde ich immer ein bisschen mit Vorsicht beäugen, tatsächlich. Wenn dann auch, wenn man wirklich wenig Budget hat, dann würde ich auch eher gucken Richtung Standardformen, weil die halt in Massen produziert werden können. Und eine Masse hilft natürlich, den Preis einfach zu drücken und da einfach vom Herstellungspreis weiter runterzugehen. Und wo ich wirklich die Finger von lassen würde, sind super günstige Metal-Äxte in Anführungszeichen, am besten auch noch mit Floyd Rose-Systemen drauf und das für 130 Euronen oder sowas. Lasst es, ihr werdet damit keine Freude haben. So,
Und das liegt einfach daran, dass man für 130 € für dieses ganze Budget muss ja auch irgendwo ein bisschen Budget für die Hardware da sein in diesem ganzen Konglomerat. Und ich glaube einfach, dass die Materialien da so eingespart werden muss, dass man dieses Tremolo niemals so hinbekommen wird, dass es langfristig Spaß macht. Also da würde ich einfach gerade als Einstieg komplett die Finger von lassen. Da bin ich eher ein Fan von irgendwelchen Gitarren mit Hardtails, also irgendwie so Les Paul von mir aus, Tele, Strat ist auch schon wieder. Ja, das und wie gesagt, so exotische Formen eher im Neukauf, wenn man wenig Budget hat, eher sein lassen. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Sprichst du auf jeden Fall ein paar gute Punkte an. Also diese Floyd-Geschichte ist auf jeden Fall echt ein Thema. Selbst bei so Vintage-Tremolos oder so, wenn du Strat-Formen hast, irgendwie die du neu kaufst, hast du dasselbe Problem. Also es ist total offensichtlich, du kaufst eine Strat, sagen wir mal, unter 150 € neu. Du kannst davon ausgehen, dass du das Tremolo nicht sauber benutzen kannst. So, da muss wirklich, entweder musst du Glück haben, dass die etwas härteres Metall verwendet haben zum Gießen. Und du brauchst das Know-how, es wirklich einzustellen. So, das sind schon zwei Sachen, die halt für Einsteiger ganz häufig nicht der Fall sind. Wie gesagt, wenn du weißt, was du tust, ich hatte auch schon Glück mit günstigen Vintage-Tremolos, wenn man die richtig einstellt, funktionieren die. Ne? Man muss aber wirklich Arbeit reinstecken. So. Und man muss halt ungefähr wissen, wie man sie einstellen kann. Bei Floyd-Geschichten, da hatte ich persönlich bisher relativ wenig Erfahrung. Ich hatte. Eine meiner ersten Gitarren, die ich hatte mit Floyd, war eine Ibanez und die haben halt ein eigenes System, was häufig relativ gut funktioniert. Und das ist schon eigentlich ein Punkt in puncto Floyd Rose oder freischwebende Tremolo-Systeme, wo man sagen kann, eigentlich sind diese ganzen Ibanez-Modelle, die die eigenen Fabrikate verarbeiten, echt solide. Aber die sind dann meistens etwas teurer als 300 €. Und, ne, No. das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwie so eine weiß nicht, BC Rich Bronze oder irgendwas nimmst. Ich glaube, die meisten haben keinen Floyd, die meisten haben dann dieses String-Through-Ding, aber wenn du welche findest, das ist eben genau das Problem. Ich glaube, die verwenden da einfach zu weiche Metalle, die Kanten an den Schutzschrauben nutzen sich extrem schnell ab und fallen einfach nicht in dieselbe Position wieder zurück, wo man sie benutzt hat. Ich glaube, das ist sehr gängig. Also, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt mit diesen Floyd Rose. Ich hole mal vielleicht ein bisschen aus. Meine allererste Gitarre, die ich gekauft habe, nicht die ich gespielt habe, nicht die ich besitze, sondern die ich gekauft habe. Ich besitze sie nicht mehr. Es war eine Les Paul Form und wo du gerade schon eBay sagst, mein Vater hatte mir damals geholfen, sie zu ersteigern auf eBay.de und naja, aber effektiv hat man sie dann neu gekauft für einen Preis, den sie eh wert gewesen wäre. Ich hatte nämlich 80 € dafür bezahlt und das war 2006 oder 2005 oder so. Okay. So, was war jetzt mit dieser Les Paul? Ich war erstmal mega glücklich, dass ich eine schöne Gitarre habe. Die hat irgendwie 5000 Kilo gewogen und das ist so ein schönes Sunburst. Es gab irgendwann so einen Punkt, wo der Sattel in der Sonne geschmolzen war. Das hatte ich zuvor auch noch nie. Also wirklich, dass die E-Seite, die dünne E-Seite am Rande einfach weggefallen ist, weil der Sattel in dem Fall nicht mehr ausreichend Stabilität bot. Und ja, also ich habe dann geguckt, dass die Firma hieß Stevenson & Brown oder sowas. Die wurden dann im Anschluss immer noch für denselben Preis neu verhökert. Klar, Cheapo, Markenname, den ich nie zuvor gehört habe. Irgendwie mitgenommen, weil bezahlbar, kann man nicht viel falsch machen, denkt man sich. Und tatsächlich hat es mir für den Anfang auch halbwegs gereicht. Ich war da irgendwie frenetisch genug, dass ich drauf geübt habe. ohne jetzt zu wissen, wie man das vernünftig einstellt, das Ding so, ne? Für einen Einsteiger würde ich es im Nachhinein natürlich überhaupt nicht empfehlen. Mit dem Wissen. Und dieses Wissen ist etwas, was man vorher halt eben nicht hat und deshalb reden wir heute drüber. Ich finde, man kann es nicht bei allen super, super Cheapo-Marken genau sagen. Man kann immer Glück haben. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, es gibt halt immer diese sogenannten Montagsmodelle, so die kann man natürlich auch bei Markenherstellern haben, aber sofern die halt eine ordentliche Qualitätskontrolle haben, passiert das in der Regel nicht. Und die Qualitätskontrolle kostet halt auch ein bisschen, weil da muss halt jemand das Instrument am besten in die Hand genommen haben und gucken, kann man das durchgeben, kann man nicht.
Und das kostet halt auch Geld, so, weil dann halt auch Ausschuss produziert wird. Ja, ich finde halt, es gibt so Firmen, wo man quasi nahezu bedenkenlos zuschlagen kann, würde ich sagen. Also so ein Brot- und Butterhersteller, wo ich sagen würde, die Instrumente, die bieten so eine gute Basis, dass man darauf auch noch aussetzen kann, wenn man später irgendwann Hardware austauschen will, an Pickups rumschrauben möchte, etc. pp., weil man denkt, ach, da geht noch was, da möchte ich was, da bla bla. Wenn man sich so dieses erste Instrument für sich selber erhalten will und auch verbessern will, dann würde ich auf jeden Fall Yamaha in den Ring werfen mit dem ganzen Pazifika-Modell. Die sind einfach grundsolide. Gibt es nichts, habe ich schon einige da gehabt, auch schon getuned und wieder verkauft. Und wenn ich irgendwie jemand eine Freude machen will, dann gucke ich halt nach einer Pazifika, tune die ein bisschen und verschenkt die dann, weil das halt echt ein grundsolides Instrument für einen Anfänger ist, um da halt auch jahrelang Spaß zu haben. Ibanez ist auch so ein Hersteller. Da ist halt dann die Sache, dass die Leute halt mit den Hälsen vielleicht klarkommen müssen. Das finde ich bei den Pacifica-Modellen ein bisschen, die finde ich halt ein bisschen angenehmer, aber das ist halt Geschmackssache. Da hat man auf jeden Fall jetzt. Es gibt auf jeden Fall Hersteller. Ich finde auch, dass Squier ab einem gewissen Modellen ganz ordentliche Sachen machen. Epiphone mittlerweile auch. Die hatten zwischenzeitlich mal Jahre, da war, konnte man die jetzt nicht so bedingungslos empfehlen, wenn es jetzt so Richtung diesen Gibson-Designs ist, Na, ich erinnere die mich. Ging nicht bla immer. bla sein muss, dass man die nicht empfehlen konnte, aber mittlerweile sind die eigentlich schon wieder relativ stabil. Man muss aber auch sagen, dass das ganze Zeug ja eh mittlerweile vor allem CNC gefertigt wird und nach CNC ist es eigentlich im Prinzip wurscht, wo sie steht. Hauptsache, ihr kriegt halt halbwegs ordentliches Holz rein, wird lackiert, es guckt noch mal einer drüber und es wird halt nicht nur Kernschrott reingeschmissen quasi. Klar, die CNC hat, glaube ich, diesen ganzen Cheapo-Markt einfach komplett revolutioniert, glaube ich, ne? Also die ganzen Marken, die du bisher genannt hast, das sind alles so Sachen, wo ich heutzutage auf jeden Fall sagen würde, so, yo, go for it, kannst nichts falsch machen in dem Sinne. Man kann immer Pech haben, es gibt immer ein paar Abstriche, die man bedenken kann. Beispielsweise bei Epiphone hatte ich den Eindruck, dass besonders bei den frühen Modellen, aber das passiert manchmal auch noch, dass gerade die Pickups, die irgendein Chrome-Cover haben oder sowas, dass die schnell fiepen, weil die nicht waxported sind, also nicht in Bienenwachs oder Paraffin getaucht worden sind, um das zu vermeiden. Hat man als Ja, Einsteiger jetzt die Not, irgendwie sofort auf allen großen Bühnen der Welt zu rocken mit einem 100-Watt-Amp? Spielt das erstmal eine Rolle? Ist die Frage, ne? sicher. Ja, gut, ich meine, ich könnte jetzt den Klugscheißer raushängen lassen und sagen, also für ein ganz frühes Modell, wenn mir jetzt jemand ein ganz frühes Epiphone-Modell in die Hand drücken würde, würde ich das mit Kusshand nehmen, weil da sind die Dinge noch in Amerika gemacht von Epiphone selbst. Die ja dann erst irgendwie, ich glaube, in den 60er, 70er Jahren, in den 60er Jahren, glaube ich, von Gibson aufgekauft worden sind und erst später sich zu dieser cheapo, also zu dieser günstigen Marke entwickelt haben. So, Ja, kleiner klar. U-Bahn am Rande. Ich sag ja auch Nee, nicht so aber heutzutage, ne, weil die Marken haben sich alle entwickelt. genau, aber diese Student-Modelle und so von Epiphone, also diese ganz günstigen. Da gab es zwischenzeitlich halt schon ordentlich Montagsgeräte und da haben sie auch gut was auf die Nase für bekommen, verständlicherweise. Ja, aber mittlerweile haben die sich eigentlich ganz gut gefangen, würde ich sagen. Und die Zeit, dass ich eine schlechte Epiphone in der Hand hatte, die sind eigentlich lange vorbei. Die sind auch nicht mehr so günstig. Nee, das war. Das ist wahr. Gut, aber was bis auf diese ganzen Eigenmarken ist noch wirklich günstig? Und vielleicht noch dieses Queer Bullet-Modelle, aber so ansonsten. Die Epiphone hat, glaube ich, diese LP Special, die einfach so komplett flach ist. Und ich glaube, die allergünstigste hat sogar zwei Single Coils und ein Schlagbrett. Ja, dieses SL-Modell SL50 dann. oder so, irgendwas in diesem Stile, ne? Es ist halt ein Brett mit Saiten drauf. Aber es funktioniert sicherlich okay, so, ne? Es ist wahrscheinlich halt, die Pickups sind wahrscheinlich nicht gut, ziemlich, ja, lärmend irgendwie, aber man kann drauf spielen, so, ne? Und es ist halt in dem Fall ein bezahlbares neues Instrument, so, ne? Ja,
Ja, genau. Also ich, wie gesagt, ich hatte die noch nicht in der Hand. Ich fand die halt optisch irgendwie interessant, weil die so ein bisschen diesen, ich sag mal, diesen 60er, 70er Jahre Ein bisschen dann elektromäßig. Kaufhaustheken-Look, also dieses wirklich cheaper, wo du wirklich einfach denkst, die haben halt diesen den Elektro-Touch irgendwie, wo du halt denkst, okay, die Dinger sind halt aus billigem Material gemacht. Das sind schlechte Pickups drauf, aber das macht ja auch einen gewissen Charme aus. Aber vielleicht jetzt nicht gerade für den Anfänger, der es jetzt gerade probieren will und auch ein Instrument braucht oder ein Instrument gern hätte, was schon so halbwegs eingestellt ist. Aber halt für jemanden, der sagt mal, okay, ich will es einfach mal so spaßhalber haben und meinen Horizont erweitern und habt einfach Bock drauf, das Ding als Modding-Kiste zu benutzen. Da ist es bestimmt spaßig. Da kommen wir aber gleich zu einem weiteren Punkt, das ich es halt auch gut finde, oder es ist auf jeden Fall ratsam, jemanden zu kennen als Anfänger, der halt Gitarre spielen kann im Idealfall, damit man vielleicht damit auch ein bisschen mit dieser Person interagieren kann. Aber auch die dann die Gitarre vielleicht mal in die Hand nimmt oder auch mal zeigt, hier so und so stellst du die ein. Damit es halt auch ein Instrument ist, was halt bespielbar ist und wo man halt auch Spielspaß mit hat und nicht irgendwie nach 10 Minuten denkt so, boah, Alter, geht mir das auf den Sack. Klar, sogar einen Lehrer kann man natürlich an der Stelle immer empfehlen. Je mehr Geld man im neuen Segment ausgibt, desto ja, höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dieser Notwendigkeit für so eine Hilfestellung, dass man der so ein bisschen aus dem Weg gehen kann, weil einfach ein bisschen Zeit in das Instrument bei dem Setup geflossen sein könnte. Das ist immer noch kein Garant, ne? Man weiß es nicht. Ich meine, streng genommen kannst du jetzt alle gängigen Marken in günstig bei Thomann oder bei anderen Versandhäusern bestellen, austesten und nach 30 Tagen zurückschicken. Problem ist natürlich, wenn du nicht weißt, worauf du achten musst, ne? Oder wie es sich Ja. anfühlen soll, oder, ne? Weil du diese Erfahrung nicht hast, dann nimmt dir das auch keiner ab. Ja, aber das ist wieder so ein Punkt, wo ich jetzt sage, support your local dealers, geht lieber irgendwie, guckt, was bei euch um die Ecke ist. Dann habt ihr auch einen Ansprechpartner, müsst nicht irgendwo bei Thomann oder wem auch immer anrufen. Und wir haben eh nicht mehr so viele Händler irgendwie, weil halt viele einfach in Zeiten von Internet und Co. einfach dran glauben mussten. Und deswegen finde ich es einfach immer gut, halt dann noch normale Händler quasi da sind, bei denen man halt auch mit Fragen herkommen kann und sagen kann, hey, das Instrument, könnt ihr mir das noch einstellen? Solche Sachen, könnt ihr mir Saiten tauschen? Könnt ihr mir zeigen, wie das funktioniert? Ja, Sind man leider kann auch echt rar geworden, ne? Also das, wo man auch eine gute Adresse hat, wo man gerne hingeht. Genau. Klar, man kann auch auf YouTube-Videos gucken, aber ich finde es halt auch gut, mal gerade am Anfang einen Ansprechpartner halt vor Ort irgendwie zu haben, in welcher Form auch immer. Das stimmt. Ja. Also nochmal zu den neuen Instrumenten. Ich finde persönlich bei den gesamten, ich sag mal, größeren Cheapo-Marken. Man das jetzt ist ja eigentlich nicht mehr aktuell, dass man das so sieht, aber Squier, Epiphone, Yamaha, die günstigen Ibanez-Gitarren oder die günstigen Instrumente von allen diesen Marken, die ich genannt habe. Ich finde, die sind alle machbar. Du hast bei jeder Marke die Chance, dass du ein Montagsmodell bist, du hast bei jeder Marke die Chance, dass die Gitarre einfach nicht wirklich eingestellt ist oder dass keine Zeit da reingeflossen ist. Das sind Sachen, wo man dann eventuell als Neukäufer sich dann auch den Gedanken fassen muss, hey, vielleicht lohnt es sich, nochmal irgendwie 100 Euro mehr auszugeben, einfach, dass die Gitarre richtig eingestellt ist. Das will natürlich niemand. Man denkt dann irgendwie so, okay, ich suche die günstigste raus und dann gibt mein Kind Ruhe. Oder dann kann ich es mir leisten, dann kann ich den Urlaub woanders machen, ne, ist klar. Aber ja, wenn man die Ahnung nicht hat, dann ist das wirklich das, was man nur wärmstens ans Herzen legen kann, zu sagen, hey, geh irgendwo hin, wo dir jemand was dazu sagen kann und im Zweifelsfall auch was dran machen kann. Genau, ja. Das lohnt sich leider absolut. Das heißt, selbst wenn du eine Squier Bullet holst, das sind solide Instrumente. Das sind Instrumente, die man gut einstellen kann. So. Über den Geschmack lässt sich natürlich streiten. Es ist eine Strat, hatten wir letztes Mal das Thema. Aber effektiv kann man das Ding so einstellen, dass es solide spielt und dass es funktioniert. Ja, eben, genau.
Und darauf kommt es halt letztendlich an, so. Und es muss halt auch irgendwas am besten sein, was man halt einstellen kann. Und ja, die Dinger sind halt wirklich Brot und Butter. Da kannst du alles Mögliche mitmachen oder alles Mögliche dran machen. Das ist keine Raketenwissenschaft. Und das ist halt einfach Lichtjahre von dem entfernt, was man halt vielleicht noch vor 20, 30 Jahren so günstig bekommen hat irgendwie. Also hat sich schon alles deutlich weiterentwickelt und ich glaube auch, dass es dem Einsteiger mittlerweile relativ einfach gemacht wird, weil ich glaube, der Anteil an wirklich neuem Kernschrott ist relativ überschaubar, würde ich Ich sagen. glaube auch, also ich glaube, man findet es gerade, wenn man sehr günstig sucht, ne, 60 € neue Gitarre und so, das gibt es. Ich weiß nicht, manche Musikhäuser haben dann irgendwelche Deals mit irgendeiner eigenen Submarke gegründet, die dann teilweise was kann, teilweise nicht. Eine Erfahrung, die ich jetzt bei meinen Gebrauchtkäufen irgendwie gemacht habe, ist zum Beispiel die Marke Vision. Das, wenn ich die mittlerweile online sehe und irgendwer will die für gebraucht 80 € verscherbeln, dann rollen sich mir die Fußnägel hoch und ich denke mir so, wie könnt ihr nur? Weil, kleine Story an der Stelle, ich hatte mal eine Phase, wo ich sehr viele günstige, meistens Strat-Formen irgendwie nachgekauft habe, online, Kleinanzeigen das meiste. Ich habe nie für eine Gitarre mehr als 35 € bezahlt, ehrlich gesagt. Die waren halt teilweise richtig kaputt, richtig runtergerockt oder irgendwas war damit immer. Die hatten alle irgendwie so eine eigene Geschichte zu erzählen, was ganz interessant war. Ich habe die hergerichtet. Ich hatte sie dann relativ günstig wieder verkauft an eine Schule hier in einem Stadtteil. Die hatten so Band-AGs und so. Und dann gab es ein paar Jungs, die das machen. Und dann haben die angespielt und waren so: Hey, die sind gut. Wir nehmen die jetzt mit. So, ne, irgendwie. Und das fand ich dann super. Einfach um selber Erfahrung zu sammeln, habe ich das gemacht. Dabei bin ich einer Strat untergekommen, die von der Marke Vision war. Und ich glaube, der Hals war aus Pappe. Aus Presspappe oder so. Also, das habe ich noch nie erlebt. Das war wirklich irgendwie. Oder Bambus oder irgendwas, was halt irgendwie total vertrocknet war, wo man die faserige Maserung so durch das ganze Ding sehen konnte. Erstmal dachte, okay, sieht ja irgendwie interessant aus. Irgendwie so, ne? Aber wo man sofort gemerkt hat, irgendwas stimmt da nicht. Und ja, zufälligerweise ging bei diesem Ding natürlich auch der Halsspanstab nicht und dann ist vorbei. Dann ist sofort so, dann weißt du, jo, ich kann diesen Hals einfach weg. Also klar, wenn man alle Mittel der Welt hat, kann man natürlich das Griffbrett ableimen und den Halsspanstab reinsetzen. Und das ist der Punkt, wo ich persönlich sagen muss, da hört es bei mir auf. Da reichen meine Heimbastlereien und meine Schrauberfahrung einfach überhaupt nicht aus. Ich habe auch keine Werkbank und nichts, ne? Ich kann jetzt nicht hier irgendwie anfangen, mit dem Bügeleisen das Griffbrett von irgendeiner 20-Euro-Gitarre rauszunehmen. Und dann kann man sich die Frage natürlich auch stellen, wie viel Geld wäre eigentlich meine Arbeit so wert? Ja, sicher. Ja, aber ich meine, das sind halt so extrem, das ist halt jetzt wirklich so Kernschrott, den kannst du halt verwenden, keine Ahnung. Wenn du irgendwie am Lagerfeuer sitzt und da irgendwie ein Holzscheit irgendwie wieder umstoßen willst oder so, ich glaube, für mehr taugen die Sachen dann halt einfach Man weiß nicht. es halt vorher nicht. Die kosten irgendwie dann neu 60 bis 80 €. Denkt man sich, ach, was soll's? Ne, so wie ich damals. Ja, genau. Also das ist dann häufig so der Preisbereich, wo ich sagen würde, kriegst kein spielbares Instrument für 60 bis 80 € neu. Also das glaube ich auch nicht. Also wenn du jetzt natürlich irgendwelche Erfahrungen hast, dann kannst du damit schon machen, aber die Gefahr besteht ja, dass die Bundenden scharf sind, dass die Bünde irgendwie verschieden hoch sind. Da gibt es einfach so viel, was da falsch sein kann und was vermutlich auch falsch sein dürfte, dass man da einfach sagen muss, gut, dann geh bei den Nachbarn nochmal Rasen mähen, was weiß ich, irgendwie was, versuch dir noch ein bisschen mehr Geld zu organisieren. Und wenn ihr Eltern seid und denkt, ihr tut eurem Kind damit was Gutes, eher nicht. Sorry. Ja, ist wirklich so. Also ich versuche gerade quasi im Kopf so eine Art magische Preisgrenze festzulegen. Das geht natürlich nicht so ganz. Nee, man würde sagen, also für eine Gitarre alleine würde ich jetzt mal sagen, so ab 150 € würde ich jetzt schon mal gehen und sagen, so, das sollte man für eine Gitarre mindestens ausgeben, wenn es eine Strat oder eine Tele ist. Bei einer Paula würde ich jetzt sogar noch mal ein bisschen was drauflegen und sagen, vielleicht eher so Richtung 200 €.
Dann kommt natürlich noch ein Amp dazu, also ein Verstärker, wo es ja auch alles Mögliche gibt. Ja, also so ein, ich denke mal, so in Summe mit wirklich allem Zubehör, was man jetzt für daheim braucht, mit Blacks, Ersatzseiten, lalala, ich denke mal, so unter 300 € wird man da schwer kommen, glaube ich, jetzt, wenn man wirklich jetzt so ein halbwegs brauchbares Einsteigerset halt haben möchte. Würde ich jetzt mal so Ja. ungefähr angeben. Das ist die eine Wahrheit für Einsteiger. Die andere ist, und dann gucke ich gierig auf der Thomann-Seite und sehe so, ah, ein Precision Bass in Mattschwarz für 80 €. Geil. Wo man sich denkt, ich kann damit was anfangen. Ich werde das Ding auf jeden Fall spielen können. Ich werde es einstellen können. Ich werde es modden können, wenn ich Bock drauf habe. Und dann hast du wieder so ein Papphals und denkst dir nur so, warum, Thomann, warum? Na gut, da kann man es jetzt zurückschicken, so ist ja nicht. Das Das ist das Ding, ne? ist Also, wenn man weiß, was man tut, oder auch wenn man in der Lage ist, Instrumente so weit einzustellen, dass man sie selber spielen kann. Naja, gut, dazu muss man sagen, diese Halli-Benton-Geschichte ist wirklich solide geworden. Das mittlerweile kann man das sagen. Ja, wie gesagt, ich würde diese ganzen Junior und die ganz günstigen würde ich trotzdem immer noch so ein bisschen, würde ich einen gewissen Sicherheitsabstand zu halten. Aber auch da so, ich denke, ab 150, 200 € wird es schon auf jeden Fall schon richtig solide, was man da bekommt. Da kann man eigentlich nichts me nicht meckern. Das ist so. Ja. Ich war erstaunt. Ich habe mal an einer Musikschule gearbeitet, wo die wirklich investiert hatten in der Hinsicht, dass sie etwas bessere Squire-Modelle geholt haben, so als Schülerinstrumente, die zumindest im Raum stehen und die da irgendwie anspielen können und so. Auch so Squire Affinity, Telecaster-mäßig, die gehen so für 200 €. Das ist eigentlich solide. Ich war nur genauso schockiert, als ich die dann selber in die Hand genommen habe und gemerkt habe, hey, die Saiten sind des Todes rostig und das Ding ist überhaupt nicht eingestellt. Ich kann selbst keinen sauberen Akkord draufgreifen, ohne dass er nicht intoniert. Der Sattel war viel zu hoch, bla bla. Es war einfach irgendwie. Irgendwie kann man diesen Setup-Punkt nicht genug betonen an der Stelle. Das Problem an der Stelle, was halt auch oft so ist, wenn wir jetzt gehen wir mal davon aus, wir gehen jetzt in ein Musikhaus und wir greifen uns da ein Instrument und denken so, hey, das ist ja ganz cool, das bespielt sich gut, das klingt gut. Dann ist es aber oft so, wenn ich dann sage, hey, ich will dieses Instrument kaufen, dass man dann in irgendein Lager geschickt wird quasi und dann so eins in Originalverpackung bekommt. Es hat zwar den Vorteil, dass es vielleicht keine Spielspuren drauf hat, aber es ist halt nicht einge-, es ist halt so vom Werk raus und wenn der Karton da jetzt irgendwie 2 Jahre da in diesem Lager stand, sind halt die Saiten auch entsprechend alt, die Einstellung ist schlecht und dann nimmst du das entgegen, machst es auf und bist dann erstmal so ein bisschen ernüchtert und denkst mir so, Ja. ja, das wäre eher doof. Selbst im höheren Preissegment stellen Hersteller oder zumindest die Fabriken, wo es hergestellt wird, ja auch die Saitenlage häufig deutlich höher ein, damit bloß kein Schnarren entsteht. Ne? Einfach um etwaige mögliche Bundunebenheiten auszugleichen, ist dann einfach die Saitenlage auf 2 mm eingestellt, durch die Bank weg und dann ist es spielbar, dann ist es das Minimum, was es sein muss und es schnarrt nicht, ne? Ja, deswegen, wie gesagt, zum Kleinhändler gehen, da halt sagen, so und so, das ist mein Budget und dann vielleicht auch noch mit dem ausmachen, dass der halt da quasi auf die neue Gitarre auch nochmal neue Saiten draufpackt und dass er halt auch entsprechend einstellt, weil es gibt ja einfach den entscheidenden Unterschied, ob mir was Spaß macht oder ob ich denke so, huh, das klingt ja gruselig. Gut, am Anfang wird es eh gruselig klingen, aber es muss ja nicht noch gruseliger klingen als. Ja, dann kommen wir mal zum Gebrauchtmarkt. Auch da gilt natürlich jetzt die gleichen Marken, wie wir schon eigentlich genannt haben, weil was neu gut ist, ist, wenn nicht stark verbastelt, auch normalerweise gebraucht noch halbwegs gut. Da gilt natürlich, also was ich schon gesagt habe, wenn ihr irgendwelche Sachen vorfindet, die super günstig sind, schaut einfach, wurde das hart verbastelt, wurde da nicht dran gebastelt, wird ja dann oft auch geschrieben, wenn die Fotos irgendwie so ein bisschen nichtssagend sind oder man nicht viel darauf erkennt, lasst es einfach sein.
Wenn irgendwie ein Halsbruch schon mal gewesen ist, auch lieber sein lassen, gerade so am Anfang. Und neben den genannten gibt es halt noch einige andere Hersteller. So, ich bin großer Fan von Aria Pro, Aria Pro 2, um genau zu sein. Ich bin großer Fan, weil man die auch günstig bekommt, von VEG bzw. VGS, Vision and Guitars. Kriegt man auch gebraucht, zum Teil wirklich, wirklich günstig. Das sind auch echt solide Gitarren Das ist schon ein eigentlich. bisschen Geheimtipp, ne? Sind nicht so bekannt irgendwie. Genau. Auch wenn ich die online sehe, die bleiben auch eine Weile hoch, auch wenn der Preis fair ist, weil Leute nicht wissen, was das ist. Ja, genau. Also da kriegst du halt wirklich die Sachen, die sie am Anfang teuer verkauft haben, auch die Pro-Modelle quasi, die kriegst du mittlerweile für 300, 400 € und die sind wirklich, wirklich gute Sachen. So. Die hatten auch so, ich weiß nicht, bei welchem Hersteller die in Europa gefertigt haben, aber da gab es auch so Radioactive-Modelle, glaube ich. Und die waren schon, also da kann man echt nichts sagen. Und die kriegst du halt mittlerweile auch hinterhergeschmissen, so, weil sie halt keiner kennt. Das gleiche gilt für Michael Kelly. Die kriegt man auch relativ günstig, die sind auch ziemlich solide. Ja, gibt es noch irgendwas? Da gibt es bestimmt auch noch mehr Firmen, die man da nennen könnte, aber das sind halt so, ich sag mal, Brot- und Butter-Instrumente da. Wenn da jetzt nicht gerade jemand mit, die an seinem Auto über die Autobahn gezogen hat oder gedacht hätte, er könnte da sonst welche handwerklichen Fähigkeiten sich da austoben, dann macht man da eigentlich grundsätzlich nichts verkehrt. Also, wie gesagt, auch da ist immer ganz praktisch, wenn man jemanden hat, der sich ein bisschen auskennt, der vielleicht auch immer die Bilder angucken kann mit, der ein bisschen Auge drauf hat. Ja, aber das sind so Sachen, wo ich denke, da macht man eigentlich nicht viel verkehrt. So. Was mir du da noch mehr Sachen sagen kannst? Ich muss gerade nur dran denken, leichtes Relicking, extra Aufpreis. Ja, klar, gebraucht kommt es natürlich generell darauf an, was man sucht. Ich meine, auch so eine VGS oder so eine Michael Kelly oder so ist jetzt natürlich nichts für jeden so oder nichts für jede. Ich kann mir vorstellen, dass gerade auch der Gebrauchtmarkt so ein bisschen von der Gier getrieben ist. Da muss man sich, glaube ich, selber manchmal so ein bisschen zurücknehmen, dass man denkt, okay, hier dürfte sein. Aber die Wahrheit ist, ich glaube, es ist sehr vergleichbar mit dem Neumarkt, nur halt 50 bis 70% des Preises, den man neu zahlen würde. Und 50% ist schon extrem gut. Das ist eigentlich so, ich glaube, früher war das so ein bisschen der goldene Standard für gebrauchte Instrumente, halber Neupreis, passt schon, jetzt rechnet man etwa 70%. Also es ist natürlich auch, man muss dann aufpassen, dass man nicht irgendwelche Kaufentscheidungen trifft, nur weil man den Eindruck hat, ist ein guter Deal jetzt. Man braucht nicht alles, man braucht nicht Spaß an allem haben. Irgendwie, ich würde mir bestimmte Sachen vermutlich tatsächlich kaufen, wenn der Deal gut genug ist. Wenn ich denke, ey, ich habe Bock, das auszuprobieren, so wie jetzt letztens. Ich habe eine günstige Strat mitgenommen. Ich wollte die einfach mal einmal spielen, einmal einstellen. 2 Stunden gespielt, sofort genug davon gehabt. Und ich werde sie jetzt für einen ähnlichen Preis wieder losziehen lassen. Einfach nur Bock auf diese Durchblutung in meinem Gear-System irgendwie. Das ist so mein persönliches Ding. Ich weiß, dass viele da Spaß dran haben und dass viele dann auch entsprechend nach günstigen Angeboten suchen. Deshalb ist die Frage, wonach guckt man genau, ne? Und wie viel Prozent vom Neupreis oder so zu welchem Zustand lohnt sich oder hat man Bock drauf oder ist man bereit auszugeben? Wenn man jetzt wirklich nur nach günstig guckt. Oh, und der Chris ist weg. Ich bin auch da. Ah, jetzt bist du hier. Dein Gesicht war nur kurz weg. Ah, ich fühle mich nicht mehr so allein, das ist gut. Erwähnt, ich hatte wirklich Bock, diese richtigen Cheapos mitzunehmen. Ich hatte Bock, quasi selber die Erfahrung zu sammeln, weil das ist genau das, was ich erstmal lernen wollte, weil mir das keiner gezeigt hat. Wie setzt man eine Gitarre richtig auf? Wie funktioniert Bundarbeit? Ne? Wie kann ich eine Elektronik verlöten und so? Das macht alles deutlich mehr Spaß, wenn man das an einem Instrument üben kann, das einem nicht so wichtig ist. Weil man dann erstmal denkt, ja, okay, nicht so die Berührungsängste, ich muss das Instrument nicht morgen beim Auftritt spielen, so, ne? Das nimmt erstmal so den Wind aus den Segeln und da geht halt extrem wenig, also extrem wenig Betrag, meine ich. Also Gitarren von 20 bis 50 Euro kriegst du tatsächlich, wenn du halbwegs aufmerksam bist, schon, aber
dann ist halt so eine 50% Wahrscheinlichkeit für Kernschrott. Und da muss man dann ein kleines Auge für entwickeln und gucken, so, hey, was ist denn das eigentlich? Wie sieht das da im Sattel aus? Wie sieht das Holz aus? Ich hatte eine Gitarre hier. Ich habe die einfach mitgenommen, weil ich dachte, für den Preis, was soll's, ne? Ich kann sie zum selben Preis sofort wieder loswerden, so. Die hatte wirklich einen so leichten Korpus. Ich hab's am Ende meiner Freundin geschenkt, weil sie das irgendwie ganz cool fand, aber da hätte ich wirklich mit einer Stecknadel reingehen können. Es fühlte sich eigentlich ja an wie Bauschaum. Das gibt es einfach so, ne? Und das sind keine Instrumente, die ich auf Bühnen spielen wollen würde. Was nicht heißt, dass man dieses Instrument eben auf Bühnen spielen muss, ne? Man kann es einfach zu Hause üben, wenn man gerade Rückenschmerzen hat oder so. Völlig in Ordnung. Definitiv, ne? Ja, Ja, also aber ich. ist ja letztlich auch ein Ansatz. Es kommt halt immer darauf an, was will man. Wenn man jetzt so denkt, hey, ich will mal meine handwerklichen Fähigkeiten ausprobieren, ich gucke mir jetzt einfach ein paar YouTube-Tutorials an und gucke, wie man Gitarren einstellt und probiere mich dann einfach. Und das mache ich jetzt nicht an meiner Gitarre, sondern keine Ahnung, ich habe jetzt einfach mal 50 € Budget und habe da einfach Bock drauf. Dann ist es ja auch völlig legitim, das zu machen. Man darf halt dann nicht erwarten, wenn man so ein Instrument weiterverkauft, dass es dann einfach endlos wertvoll wird. Das wird man für mehr oder weniger den gleichen Preis wahrscheinlich dann weiterverkaufen, aber man hat ja ein bisschen Erfahrung ge gesammelt quasi. Und davon habe ich auch einige gehabt, einige Sachen, die ich mir irgendwie günstig mal ge gekauft habe, weil ich sie bei eBay Kleinanzeigen gefunden habe beispielsweise. Oder weil man sie halt einfach mal geschenkt bekommen hat, so quasi, hier habe ich noch, kann nichts mit anfangen, bla bla bla. Und da kann man natürlich auch Erfahrung sammeln, auch schön. Aber wenn man jetzt natürlich ein ernsthaftes Instrument will, mit dem man dann wirklich das Spielen lernen will, ist es halt vielleicht nichts. Wenn man aber so irgendwie an der Geschichte mit dem Einstellen und Setups etc. pp. Lust hat und auch an diesem ganzen Tüfteln, dann ist es schon auf jeden Fall eine coole Sache. Auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, es lohnt sich halt, wenn man dann halt jemanden hat, der mit drauf guckt als Anfänger. Und wenn man halt jetzt vielleicht bei sich in der Gegend guckt, weil man sich dann oft erspart, dass das Ding halt versendet werden muss. Da haben halt auch manche Leute einfach mit Skrupel, so eine Gitarre zu versenden. Man kann da auch durchaus einiges falsch machen. Von dem her ist es vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man die Gitarre einfach bei sich in der Ecke irgendwo abholen kann. Ja. Ja, mich würde mal interessieren, mal abgesehen von dieser Pappgitarre, wo hattest du das Gefühl, dass es bisher so in Sachen Deals so dein bisher schlechtester Deal gewesen ist, wo du wirklich gedacht hast, so, wo du dich am meisten darüber fast, also ja, vielleicht am meisten darüber geärgert hast, unterm Strich? Ja, muss gerade überlegen. Also klar, eine Gitarre, die wirklich kaputt war, das ist schon so, okay. Klar, man kann dann die Teile einzeln noch verhökern, das ist Nervarbeit, so, da kriegt man zumindest ein bisschen was wieder so. Ich hatte eigentlich nur einen Deal in dem Sinne, wo ich den Eindruck hatte, für mich persönlich, das war es wahrscheinlich nicht wert, aber ich mag die Gitarre trotzdem, deshalb nehme ich sie mit. Deshalb ist es so, ist ein bisschen beides. Also ist nicht so, dass ich das total bereue oder so, aber ich werde dieses Geld nie wiedersehen. Das muss man halt wissen. Und das ist. Nebenbei gesagt auch völlig in Ordnung, ne? Wenn man merkt, hey, das Instrument spricht irgendwie zu mir, ich habe da irgendwie einen Bezug zu, und es sind vielleicht, ja, es ist vielleicht etwas über dem Wert, den es eigentlich hat, oder auch deutlich über dem Wert, den es eigentlich hat. Klar, wenn man das genau weiß, dann muss man eigentlich sagen, ja, weiß nicht, dann hole ich mir das Ding woanders. Aber wenn es was Einzigartiges ist, hat man nicht immer die Wahl. Und mein Beispiel dafür wäre. Du siehst es schon, der Baseballschläger. Ah, Das, dieser Part, ja. ja, das hier ist eine, ich nenne sie mal Parker 36 oder 35. Das ist nicht so klar rauszulesen aus diesem Modell. Und die Kenner dieser Firma werden auch deutlich sehen können, dass der Headstock auf keinen Fall ein Original ist. Mir war das auch bewusst beim Besichtigen. Aber ich habe das Teil angespielt und ich war so. Ach, irgendwie klingt die richtig voluminös und richtig fett und irgendwie macht mir das Bock. Und ich habe irgendwie Spaß daran, dass der Hals im Vergleich, also nicht ultradünn, nicht eibenes dünn ist, aber halt irgendwie doch metallig genug so. Und ich wollte genau für diesen Zweck eine Gitarre haben, die so
so gesehen nicht tief stimmen kann, auch wenn sie jetzt keine Baritonmensur hat und die aber einfach so ein bisschen dieses Metalcore-Metal-Klischee so ein bisschen erfüllt. Und ja, das tat sie in dem Fall. Die hat gute Pickups. Ich habe nie geguckt, welche wirklich drin sind. Der Vorbesitzer meinte, es ist Demasio Puff Pro oben und Demasio Evolution unten. Ich habe sie nie rausgeschraubt. Ich weiß es effektiv nicht. Ich habe sie dann halt nur so verdrahtet, dass ich Spaß dran habe. Und ich habe auf jeden Fall, ja, ich habe nicht den Preis dafür gezahlt, wie man es für eine Parka zahlen würde, aber ich habe auf jeden Fall ein paar hundert Euro dafür gezahlt, was effektiv nicht wert ist, so, ne? Und jetzt weiß ich halt, okay, wenn ich sie irgendwann verkaufe, werde ich traurig sein, weil das Geld nicht wiedersehe, ne? Aber so ist das. Durch solche Erfahrungen macht man irgendwie, und ich habe jetzt die Zeit Spaß gehabt mit dem Teil und ich weiß nicht, wie lange ich noch behalten werde, aber ja, das ist so in Sachen Gitarre zumindest, ja, fast noch das Schlimmste, was ich hatte. Ich hatte noch eine ähnliche Erfahrung, wo ich einfach mit der Gitarre nicht warm geworden bin, aber da konnte der Preis nichts für. Also es, es war eine, die besitze ich nicht mehr, eine Cerberus Q Deluxe. Das war von einem süddeutschen Gitarrenbauer, Cerberus Guitars, der wohnt, glaube ich, in Speyer oder der sitzt in Speyer. Ja, genau. So, also Gitarren mit Steintops und so weiter mittlerweile. Genau, ziemlich verrückte Sachen, ziemlich geile Modelle und es gab eben davor oder halt parallel dazu so eine Art günstige Serie von ihm. Ich glaube, das waren dann in Korea gebaute Buddies und Hälse von Samek, die er dann halt in Deutschland quasi fit gemacht hat und eingestellt hat und Pickups reingesetzt hat von ihm und so. Und das fand ich halt interessant. So, wann war das? 2007? Und dachte mir, hey, das ist doch bestimmt 500 Euro wert, weil halbwegs made in Germany. Und Ding war, ich mochte das Ding, es hatte einen Floyd Rose. Es sah affengeil aus, aber irgendwie kam ich mit dem Hals nie zurecht. Und das ist etwas, was man vorher wirklich nicht wissen kann. Nee, das ist, sicher. Das hatte ich auch bisher nur bei dieser Gitarre, dass ich wirklich dachte, keine Ahnung, irgendwie werde ich mit diesem Hals nicht warm. Irgendwie kann ich fast alle anderen Gitarren spielen, aber da habe ich es einfach nicht hinbekommen. Und habe sie dann erst wirklich fast 10 Jahre später verkauft, weil ich dachte, die sieht zu geil aus, ich kann die noch nicht verkaufen. Naja, das... Ja. Das ist dann nicht so, dass man denkt, oh krass, schlechter Deal oder so, aber man ist einfach enttäuscht, dass man diese Erfahrung dann erst später macht und sich denkt, so, ja, es ist, ich spiele sie einfach nicht, weil diesen Hals nicht greifen mag. Deshalb auch schon, wie du schon richtig sagst, wenn es geht, die Gitarre immer anspielen. Ne? Am besten irgendwie, selbst wenn es gebraucht ist, halbwegs lokal gucken, was gibt es in der Nähe. Oder wenn es einen Musikladen gibt, einfach da vielleicht sogar von demselben Modell ein paar Gitarren anspielen. Gucken, wie die sich anfühlen, ein paar von den gebrauchten Instrumenten spielen, die da rumstehen und so. Einfach anfühlen. Ne? Das ist durch nichts zu ersetzen. Leider. Das ist so. Ja, aber den Hals mag ich. Vielleicht schraube ich den Hals ab und mach damit was. Aber könnten durchaus die Marzio sein, weil ich glaube, die Marzio hatte sich, ich weiß nicht, ob das noch gilt, das Patent, aber die hatten sich diese doppelcremefarbenen Pickups patentieren lassen, also diese Farbbesetzung. Deswegen gibt es auch keinen anderen, der Pickups mit dieser Doppelcreme macht, weil du halt dann, wenn es blöd läuft, halt von Dimazio hörst quasi. Ja, das stimmt. Hattest du so eine Art Regret-Decision beim Gitarrenkauf? Ja, was heißt Regret Decision? Ja, es gab schon so Gitarren, wo ich irgendwie gedacht habe, ja, wenn ich nicht warm mit, dann sind sie halt durch. Womit ich schlechte Erfahrungen gemacht habe persönlich und wo ich auch viel Geld schon, ja, relativ viel Geld liegen habe lassen, sind Gitarrenbauer. Das ist halt so ein Begriff, der auch häufig, ich sag mal, so ein bisschen inflationär benutzt wird irgendwie von Leuten, die vielleicht dreimal an Gitarren rumgeschraubt haben und dann sagen, sie wären's. Da hatte ich halt auch schon Sachen da, wo ich gedacht habe, so alter Schwede, so ein, also ich hatte mir mal einen Hals machen lassen und eine Gitarre umlackieren lassen und das Ergebnis war einfach so katastrophal. Es lief dann darauf hinaus quasi, dass wir den Deal halt, ja, wir haben jetzt rückgängig. Ich bin halt auf der Gitarre sitzen geblieben irgendwie und hatte das, was ich da als Austausch gegeben habe, wieder zurückerhalten, aber da war halt alles. Also, ja. Bünde falsch, Bünde von den, also an den Seiten nicht richtig abgerundet und so, die waren echt scharfkantig. Die Bundhöhen haben nicht gepasst.
Die Inlays waren schlampig eingesetzt. Also es war von vorne bis hinten einfach, wo ich gedacht habe, so fies. Und das war die Arbeit eines Gitarrenbauers. Und ich habe mal gleichzeitig aus oder kurz danach aus China einfach aus Jux und Dollerei so quasi Alibaba-mäßig so ein Banana, also so Karma-mäßig mit diesen Banana-Reversed-Headstocks geholt. Und der war halt in der Qualität einfach besser als der, der vom Gitarrenbauer gekommen ist. Und das war halt einfach so ein. Und dann haben sie mir aus Versehen auch noch zwei geschickt, weil irgendwie zwei Leute in meiner Bestellung gesessen haben, weil ich irgendwie eine Custom-Sache wollte. Und der eine hatte mir richtig den normalen Hals, also den Stock geschickt. Und der eine hat die Sache, die ich custom-mäßig so wollte. Und dann hatte ich auf einmal zwei Hälse da und dachte mir so, okay, cool. Aber ja, ansonsten wirklich schlechte Deals. Ja, wie gesagt, ich habe halt wie ich es eingangs erwähnt hatte, auch schon mal bei eBay oder so einfach in diesem Kaufrausch oder in diesem Bieterrausch einfach dann zu viel für ein Instrument geboten, was es nicht wert gewesen, wo, weil von vornherein klar war, jo, ist halt verbastelt. Aber dann war ich so in diesem, ich muss die jetzt haben, ich muss die retten, was weiß ich. Ja. Sowas in der Form. Das gab es durchaus schon. Ganz selten dramatisch. Es ist ganz selten so, dass man exorbitante Summen ausgibt und die nie wieder sieht oder so. Ich rechne gerade mehr so im Sinne von, ah, ich habe so viel Geld dafür ausgegeben, ich krieg dasselbe Geld nicht wieder. Aber Ja. so, man kann Ja, auch mal Geld für eine Gitarre ausgeben, weißt du? ich hatte eine ganze Zeit lang, da war ich eher so jemand, der halt wirklich Gitarren umgebaut hat, neue Tonabnehmer reingesetzt, Hardware getauscht und die dann verkauft habe. Aber da machst du halt kein Reibach mit. Du kannst froh sein, wenn du die Kosten, die du da reingesteckt hast, im Kaufpreis plus Teilepreis, bla bla bla, wenn du die wieder reinbekommst. Also Ich finde, das ist ein das. gutes Thema, wo wir auch bei Gitarrenbauern waren in der Hinsicht. Der nächste günstigste Schritt neben Cheapo-Instrumenten aufwerten wäre ja zu sagen, hey, ich kaufe mir Teile. Ne? Oder ich fange bei irgendeinem Teil an oder ich fange bei irgendeiner Gitarrenleiche an und ich restauriere die. Für mich persönlich war das häufig eine Art Falle, dass ich dann irgendwie gesehen habe, ah, diese JD-Gitarre, die will jemand für 20 Euro loswerden. Da fehlen nur die Tuner, die Pickups, die Elektronik, ein Backcover und aber das ganze Holz ist da, der Hals ist da, so, ne, denke ich mir so, super geil. Und kaum hat man alles auch in der günstigsten Fassung und auch in gebraucht, alles nachgekauft, damit man es vollbauen kann, ist man bei dem Preis, den die Gitarre neu hatte, nur ein bisschen mehr. Genau, ja, deswegen ist es ja auch, sagen wir mal, gibt es durchaus Leute, die halt einfach sich ganze Instrumente kaufen, günstig, die dann zerlegen und dann halt die Einzelteile halt einfach weiterverkaufen, weil du damit halt oftmals, weil irgendwelche Leute vielleicht ihre Bastelbuden zu Ende bauen wollen, mehr Geld bekommst. Und da sind wir auch wieder bei einer Gefahrenquelle von manchem Hersteller, eben zum Beispiel Yamaha oder diesen ganz günstigen Squires, etc. Passformen sind der Teufel. Also, auf was man auf jeden Fall achten muss, Cremefarben. Cremefarben, da gibt es 27 Millionen verschiedene Varianten. Das variiert super gerne und dann hat man die Pickups in einem anderen Creme, die Pickup-Cover in einer anderen Cremefarbe als das Pickguard und die Potis haben dann auch wieder einen anderen, die Poti-Knöpfe und man kriegt einfach, also der innere Monk springt von Lachen in die Kette, Kreissäge und denkt sich so, ah, da muss man aufpassen. Das ist aber halt nur so ein optisches Ding, wo es aber auch ein bisschen kritisch werden kann, gerade mit so Import-Modellen, also das kann auch Mexiko-Fender-Modelle betreffen zum Beispiel, sind so Sachen, wenn man jetzt so ein Vintage-Tremolo hat zum Beispiel, wie sind da die Abstände? So, wie sind die Abstände von den Schrauben beziehungsweise die zwei Bolzen? Wie sind die Abstände bei den Saiten? Und so, das sind halt Sachen, wo man halt drauf achtet oder man lernt darauf dann zu achten, weil man dann irgendwann denkt, okay, Replacement, dann kauft man sich bei Rockinger, Thomann und Co. irgendwie ein Replacement-Teil, setzt es drauf und merkt dann so, Scheiße, das passt ja gar nicht. Jupp. Und dann wird es halt kritisch, weil dann beginnen halt auch viele Bastler, deswegen sage ich ja so Bastlerinstrumente, vielleicht eher
Es ist ganz häufig, dass man auf Kleinanzeigen etc. sieht, irgendwie so, ja, verkaufe hier Tremolo dies, das hat bei mir nicht gepasst. Genau, oder es wird halt irgendwie passend gemacht. Also es gibt ja gerade diese Vintage-Tremolos mit diesen 6 Schrauben und dann passt es aber nicht. Und dann fangen halt manche Leute an, einfach da lustig neue Schraubenlöcher zu bohren und dann nimmst du das runter und denkst dir nur so, du lieber Gott, was ist denn hier passiert? Also da habe ich schon die verrücktesten Sachen gesehen, auch meine Gitarre da gehabt. Das war eine Peavey Vandenberg, also so ein 80er Jahre Power Metal. Sieht eigentlich ziemlich cool aus, ich wollte die haben. Und hatte mich gewundert, hey, warum ist da auf dem Korpus so ein Ibanez Gibraltar, also so eine Fixed-Bridge drauf, weil normalerweise ist da gehört dann Carla drum. Um es kurz zu machen, da hat ein Typ mit Holz und also nicht Bauschaum, sondern diese Montagemasse vom Auto, diese komplette Tremolo-Geschichte zugekleistert, dann ganz schlecht lackiert und dann 2 Bolzen reingemacht mit dem Gibraltar, dem Ganzen aber nicht genug Zeit gelassen zu trocknen. Das war, als ich die Gitarre in der Hand hatte, war das noch nicht ganz durchgetrocknet, der ganze Kram. Und dann hat er halt die Bridge drauf, diese Gibraltar-Bridge, Saiten angezogen und dann hat das Ding halt den da gemacht. So, also das wäre jetzt auch wieder so ein Worst-Deal quasi, weil du halt manchmal auch über Baustellen stolperst, weil du denkst, ja, ich kann die retten. Da habe ich so eine Neigung dazu, so Baustellen-Gitarren zu finden und mir denken, ich kann dich retten. Und dann kriegst du sowas in die Hand und denkst nur so, Ich hatte mal einen E-Bass, wo die lange, glaube die heißt Barrel-Buchse, irgendwie innen drin mit Kaugummi festgeklebt war. auch Das, schön, ja. was das eine Prügelei war, dieses scheiß Kaugummi da rauszukriegen, sauber ohne den Rest der Elektronik. Gut, ich habe für den Bass fast nichts gezahlt. Ich glaube, der Typ wusste, was er da verkauft hat. Deshalb war da auch cool damit, mir das Ding für 10 € zu geben, so, ne? Aber irgend so eine uralte Harley-Benton-Version von irgendeinem Bass. Ich glaube, ich habe sogar irgendein Video mal drauf gemacht, HB 400 oder so. Ja, also ich saß da locker eine Stunde, einfach nur das sauber zu kriegen, so, ne? Irgendwie. Ja. Was bei Gebrauchtkäufen und auch bei günstigen Angeboten, das ist ja immer so der Traum, wenn man Leute findet, wo man den Eindruck hat, jo, die haben das irgendwie rumfliegen, irgendwie mal gekauft, wissen aber nicht so richtig, was das ist oder dass es einen Wert hat, verkaufen es günstig wieder, ohne irgendwelche Informationen zu geben. Die schlimmste Sache, die einem passieren kann, für mich persönlich, weil ich das nicht fixen kann, ist einfach der Halsspannstab. Wenn der durch ist, ist Toast. Es ist einfach Schicht im Schacht für mich. Kommt jetzt drauf an, also wenn ich jetzt sage, so irgendwie, das ist jetzt irgendwas Fender-mäßiges mit einem Schraubhals, ist das jetzt für mich jetzt nicht so, wenn ich die Gitarre günstig bekomme oder so, klar ist das im Moment blöd. Sei denn natürlich, ist es wieder so ein Sondermaß. Also da gibt es ja auch vom Halsfuß verschiedene Dicken und da kann man auch Glück und Pech und alles Mögliche haben. Das ist immer halt wieder bei diesen Maßen. Also auch bei Fender, nur weil der Fender oben drauf steht oder Squier, das wurde ja auch bei vielen, vielen, vielen verschiedenen Fabriken gefertigt. Samick in Korea, Fujigen in Japan. Was weiß ich, wie die ganzen China-Fabriken mittlerweile heißen. Mexiko, lalala, hat man nicht gesehen. Und alle haben da so ein bisschen so ihr eigenes System. Am Ende kommt eine schöne Gitarre bei rum. Aber muss halt nicht untereinander passen. Und auch bei den Pickups, gerade so diese Strat-typischen, gibt es verschiedene Löcher. Dann sind die ein bisschen verschieden gefräst. Dann sind die so, dann sind die so. Also, da ist der Ersatzteilkauf dann immer ein bisschen müßig. Und irgendwo so ein Custom-Pickup anfertigen zu lassen, beziehungsweise selber anfertigen, ist halt auch immer, kann immer in ziemlichem Abfuck enden. Das Einzige, was ich festgestellt habe, wo man da immer gut gucken kann, wenn man jetzt, sagen wir mal, gerade so eine Yamaha Pacifica oder sowas umbauen will, es gibt da in Amerika Gitarre-Fetisch, die haben auch ganz brauchbare Tonabnehmer und so, und die haben halt auch ganz brauchbare von Preis-Leistung Tremolo-Systeme, hat man dann nur den Import und etc. nach Deutschland, wo man ein bisschen drauf achten muss wegen Zoll und so. Aber die haben auch Sachen, die dann wirklich Plug and Play sind, wo man dann bei einer Yamaha oder sowas, okay, passt. Keine neuen Löcher bohren, nichts. Super. Mega geil.
Ja, wenn das passt oder wenn man das weiß, wenn man das vorher recherchieren kann, dann ist das fantastisch. Gebraucht ist es fast unmöglich, das irgendwie vorzuchecken. Gerade wenn man mit Leuten zu tun hat, die es auch selber nicht wissen, was die da genau haben. Und ich muss zugeben, ich habe bei manchen Gitarren auch wirklich gepokert. Ich dachte mir so, ah, ich kann sie jetzt nicht gehen lassen, so, und ich muss hoffen, dass bestimmte Sachen einfach funktionieren, ne? Und klar, du nimmst die Gitarre dann erstmal, die war dann schon irgendwie 5 bis 10 Jahre einfach am Rumstehen. So eine Saitenlage, irgendwie halt so eine Banane. Dann nehme ich sie für den Preis einfach mit und probiere dann zu Hause aus, ob ich das Ding drehen kann. Eigentlich müsste ich schon so mit einem Sechskanter stehen und sagen, hey, kann ich da einmal rein? Ich will nur gucken, ob sich der Halsspanstab drehen lässt. Dann zeigen die auch Leute den Vogel wahrscheinlich, aber streng genommen müsste ich das machen, wenn ich sicher gehen möchte, dass ich irgendwie am Ende nicht todtraurig bin. Und auch was so Passform angeht, hatte ich echt Glück, was gerade diese ganzen Cheapo-Stratocaster-Dinger, das ging so teilweise wie bei Fahrrädern, ne? Dass man sagt, okay, ein Reifen ab, der andere Reifen dran, ein Hals ab, der andere Hals dran. Man musste teilweise so ein bisschen gucken, dass man es richtig schiebt, wenn es ein bisschen Toleranzen gab in der Halstasche am Gitarrenkorpus, ne? Aber da ging erstaunlich viel. Das war irgendwie ganz lustig, ne? Normalerweise würde ich sagen, ich fange jetzt nicht an einem Hals an rumzufeilen, bis er passt oder so. Das würde ich nicht machen, so, ne? Weil wenn das Ding Schrott ist, dann kannst du es wirklich. Also. Ja, das ist halt Schrott. Dann hast du es geschafft. Ja, wie gesagt, also man hat ja schon eigentlich einige Möglichkeiten, aber es gibt halt auch Gefahrenquellen quasi. Und klar, man weiß ja vorher nie, ob es passt, aber du kannst ja auch bei einem neuen, du kannst ja auch eine Squire oder was auch immer aus dem Karton rausnehmen, setzt mit dem Imbus an, weil du denkst, ach, da geht noch was, und dann stellst du fest, der ist halt. Das ist Truss Rod auch hinüber. Gut, da kannst du sie noch zurückbringen. Aber ärgerlich ist halt in dem Moment dann trotzdem. Einer von den Struts, die ich mal hatte, da war der Pickup dann so seitlich und ich dachte so, ist nicht irgendwie durchs Schrauben geht es nicht runter. Ich guck mal nach, ich hole mal das Pickup raus. Und dann waren tatsächlich die Schrauben von der Tremolo-Klaue hinten schräg reingesetzt und kamen quasi aus dem Elektronikfach wieder rein und haben den Pickup zur Seite gedrückt. Okay, aber jetzt nicht irgendwie ein Loch durchs Cover und dann direkt schon den Draht Der Pickup irgendwie. war, der funktionierte noch, ne? Aber weiß der Teufel wie lange. Und ich wusste nicht genau, wie ich das am besten fixen soll. Entweder wirklich die Schrauben rausnehmen und gerade wieder rein. Da müsste ich das aber selber vorbohren und zwar gerade bohren. Und ich habe keinen so langen Bohraufsatz. Ich musste dann gucken, wie lange kann ich sie zurückschrauben, ohne dass die Schrauben rausfliegen. Also es war schon so. Da muss man dann wirklich anfangen, den Handwerker raushängen zu lassen, auch wenn man ihn gar nicht zu Hause hat. Ja, ich meine, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. So ein bisschen, So. ja. Und bei so einem Ding ist es auch wirklich egal. Sondern es ist irgendwie so. Ja. Ja, manchmal spielen da eigentlich ganz, ganz lustige Sachen. Also so Richtung, wir hatten jetzt schon mal die schlechtesten Deals. Und ich glaube, so einer der besten Deals, die ich gerade am Anfang hatte, da hatte ich ja noch diese, ich hatte es glaube ich im letzten Video gesagt, diese Quad Superstrat. Und dann dachte ich mir so, oh, ich hätte jetzt gerne irgendwie noch eine Gitarre, wie es halt dann so manchmal so ist. Und hat er bei eBay Kleinanzeigen dann irgendwie so schlechte Fotos von einer Marathon-Strat. Also Marathon ist auch so einer dieser Hersteller, die halt immer im Die geil. ganz, ganz. Ich finde die Teile geil. Ich mag die auch total gerne. Und Marathon Replay Series, Series, die war halt dann auch so, ja, halt Stratocaster-Lookalike. Und die hatten die drin, ich glaube, für 5 € kam aus München oder so. Und ich habe dann gesagt, komm, ich biete euch 15 € und dann schickt ihr mir die Gitarre. Da haben die gemeint, nee, komm, 10 € passt quasi. Und dann habe ich dann für 10 € wirklich diese Gitarre, die hatten dann den Hals abgeschraubt und mir geschickt. Und dann kam die an, also das versiffteste Griffbrett aller Zeiten. Na gut, da habe ich mittlerweile einige schon gesehen. So, ich glaube, versiffte Griffbretter, ja, gehören halt irgendwie dazu. Und dann war halt die Gitarre irgendwie einfach schlecht überlackiert worden, aber mit angeschraubt, mit Pickguard noch dran. Und dann war das Pickguard eigentlich auch so mit Farbe beschmiert. Und ich dachte einfach, naja, komm, guckst du halt mal irgendwie.
Hab dann angefangen, so die Farbe ein bisschen abzukratzen und keine Ahnung, und dann festgestellt, ja, ist halt so Schichtholzkorpus und so. Und hatte dann irgendwann den Punkt erreicht, wo ich den Korpus so angeguckt habe, so halb angeschliffen und so, und dachte mir, eigentlich sieht das jetzt ganz cool aus. So, dann hatte ich mir noch ein Pickguard gekauft, das war dann nicht ganz passend, sondern also die Schrauben haben nicht ganz gepasst. Hatte mal von einem Bekannten dann noch so rote Humbucker gekauft, die hatte der, und habe dann insgesamt, glaube ich, für, ich weiß nicht, 100 € habe ich insgesamt mit den Sachen, die ich da reingekauft habe, investiert. Und das war einfach ein mega spaßiges Instrument irgendwie. Das hat echt Laune gemacht, sah cool aus. Und das war, glaube ich, einer der besten Deals ever. Die habe ich zwar mittlerweile verkauft in einem dieser unzähligen Momente, dass, ach, ich könnte es eigentlich doch wegen dem Umzug, brauche ich jetzt ein bisschen Geld und ist jetzt nicht so wichtig und andere Sachen sind wichtiger und ja, deswegen ist sie leider verkauft. Aber hat dann Spaß gemacht, war eine coole Geschichte. Das ist echt ein Vorteil. Also selbst wenn dieses, ich nenne es mal Gear Math, nicht aufgeht, also wenn man sagt, hey, ich kaufe meine kaputte Gitarre und kaufe dann die Teile und dann ist es teurer als das neue Instrument, man hat zumindest die Chance, es zu was Eigenem zu machen, worauf man dann selber Bock hat. Und ich beobachte es bei mir selber, dass wenn ich gerade an einer Gitarre gebastelt habe und die dann fertiggestellt habe, ich spiele die dann extrem viel, wenn die gerade einfach quasi in dieser Form gerade erst angefangen hat zu existieren und ich da irgendwie dann Freude habe. Genau. Das ist echt ein Faktor, der motivieren kann, wenn man weiß, ey, ich habe das Ding jetzt irgendwie aus der Versenkung gehievt und es ist jetzt das Ding, was es ist und ich mag's, so, ne? Und das kriegst du Ja. halt nicht neu. Nee, das ist so. Ja, gut, du kannst auch eine neue Gitarre irgendwie, wenn du da irgendwie so eine Vision, du siehst so eine Gitarre und hast irgendeine Vision im Kopf und denkst dir, du machst es dann. Ja, gut, kann man auch eine gebrauchte Gitarre für nehmen, aber klar, wenn du dann so eine Vision hast und die mit einem Instrument quasi dann umsetzt und dann so dieses Dr. Frankenstein-mäßige, es lebt, diesen es lebt Moment hat, dann ist das schon ziemlich cool. Allerspätestens seit Van Halen ist das ja auch irgendwie so. Ja, irgendwie existiert dieses Konzept, dieses Modding bis zum geht nicht mehr und Spaß haben. Genau. So, ne? Man muss es natürlich nicht so weit treiben, aber ich finde es irgendwie ganz cool, dass es das irgendwie in dieser Gitarrenwelt irgendwie Thema ist und ja, Chancen bietet irgendwie auf ein individuelles Spielgefühl, auf eine individuelle Optik so. Ja, erlaubt es eben was gefällt so. Also sowohl vom Design als auch jetzt von der Verschaltung und so. Ob du da was auch immer mitmachst, ob du jetzt einen Stoff einwickelst, ob du da mit einer Schrotflinte drauf schießt, ob du mit einem Flammenwerfer drauf ballerst, keine Ahnung. So, wenn du da halt eine Vision für hast und denkst, geil, und die dann umsetzt und das passt und das macht Spaß, hast du ja eine Win-Win-Situation quasi erschaffen. Ich glaube, man kann sich so ein bisschen was verdauen, das auch versauern durch diese Haltung, dass es am Ende denselben Wert behalten muss. Das ist irgendwie so ein Ding, wo ich den Eindruck habe, das hat sich so festgesetzt in den Köpfen. Ich merke das auch bei mir selber und ich muss das häufig kritisch hinterfragen. Wenn ich meine Instrumente nicht nach meinem Gusto modifiziere, nur damit sie einen bestimmten Wert behalten, der Wert spielt keine Rolle, wenn ich das Instrument nicht verkaufe. Sicher. Und solange ich Ja, aber das es gibt. Instrument spiele, ist es ja irgendwie. Ja, gut, es kommt da drauf an. Ich denke mal schon, dass es da halt auch noch diese Sammler gibt, die dann eben diesen Originalzustand haben wollen. Oder du hast eine Gitarre, ich meine, ist ja legitim, wenn du irgendwo was siehst und denkst, ganz, ganz plattes Beispiel, du hast irgendwie eine 57er Les Paul, 58er Les Paul, die hängt da irgendwo und du weißt einfach, dass da nur dies und das gemacht werden muss, dass der Tonabnehmer fehlen, was weiß ich, und dann kannst du das Instrument für so und so viel Geld verkaufen. Ist halt die Frage, ob du das machst oder nicht. So. Also wenn du, keine Ahnung, der jetzt also irgendjemand bietet so einen Gitarrenkoffer an, da ist eine 57er Paula drin, die du für 250 € haben kannst oder sowas. Und du setzt da, keine Ahnung, sagen wir mal, seit Kloppmann Pickups ein, baust du noch ABM-Sachen, was weiß ich, machst sie halt fertig und verkaufst sie dann für 3000 Euro.
Nur beispielsweise. Oder verkaufst du so, wie sie ist, weiter und kriegst, also ist halt immer die Frage, was machst du? Häufig verlieren Instrumente ja eher an Wert, wenn man sie verbastelt. Und das ist der Moment, wo ich dann bei Kleinanzeigen ganz aufmerksam werde und denke, cool, ein richtig geiles, günstiges Instrument mit Upgrades. Richtig, ja. Ja, nee, also wie gesagt, solange das halt jetzt nicht irgendwie was ist, wo du denkst, okay, das kriegst du nie wieder hin. Also wie die von mir erwähnte Vandenberg, die halt so vergewaltigt worden ist, dass du denkst, so, der Korpus ist eigentlich hinüber, du müsstest da eigentlich einen neuen Korpus für bauen, etc. pp. Dann ist vielleicht der Moment, wo du denken solltest, ja, nee, mache ich jetzt lieber nicht. Aber in vielen anderen Fällen, warum nicht? Selbst wenn es jetzt irgendwie schlecht lackiert ist, holst du halt den Lack runter und lackierst du vielleicht neu oder machst irgendwas anderes mit. Ja, man muss halt irgendwo so diese Grenze setzen, wo man weiß, okay, ab dem Punkt wird es eigentlich für mich selber nicht mehr möglich, das zu realisieren. Das ist immer so ein leichtes Dilemma, wenn man sagt, hey, ich kann das ja selber machen, dann kostet es weniger. Und man dann aber ganz viele Teile da verkaufen muss oder auch Werkzeug teilweise, wenn man es noch nicht hat oder so. Ne? Das gut, Vorteil bei einem Werkzeug ist, man hat es dann und man kann es auch häufiger verwenden. Wenn man weiß, dass man es häufiger verwenden möchte, ist das super. Aber im ersten Moment natürlich erstmal ein Investment und klar, die Zeit, die man da reinsteckt, ist die Frage, ist das jetzt Arbeit oder ist das irgendwie Hobby? Macht es dir Spaß? So, ne? Das, wenn es einen abnervt, sollte man es natürlich nicht machen. Ich finde gewisse Prozesse, weiß nicht, wie Bünde abschleifen oder so, die nerven immer. Aber es ist total geil, wenn man es kann. Und wenn man jetzt nicht 100 Euro beim Gitarrenbau dafür zahlen muss, gerade wenn man einen Haufen Instrumente hat, die das irgendwie nötig haben, kann ja mal schnell eine teure Sache werden, so. Ja, aber Ja. ich habe das Gefühl, dass mein eigener Gedanke sprengt gerade schon den Rahmen dieser Thematik Cheapo versus Kernschrott. Das sind schon andere Themen irgendwie. Wie kann ich meine Gitarre fit halten? So was lohnt sich? Was kann man selber schnell lernen oder so? Das könnte was für eine andere Episode sein, glaube ich. Definitiv, ja. Zum Thema Kernschrott noch eine Sache, die für mich eigentlich immer so ein Dealbreaker ist oder wo ich immer sage, so, nee, mag ich nicht. Wenn man halt genau weiß, okay, das ist kein Original und dann wird aber dieses Fender-Decal oder das Gibson-Decal draufgeklebt. Das ist für mich irgendwie immer ein Dealbreaker. Ich denke, ich sehe das und denke nur so, nee, ich bin raus. Sobald da irgendwie so diese Dinger drauf sind, ist das für mich direkt so, oh nee. Weil du dann halt auch, gerade wenn es so sehr nach Original aussieht quasi, ist man dann auch in so einer rechtlichen, irgendwie komischen Zone drinnen und da habe ich dann auch nicht genug Erfahrung mit und ich finde es dann immer so ganz schwierig und denke mir dann jedes Mal, das ist mir alles zu fishy. Ich lasse da mal lieber die Hände oder Finger von weg. Ja, ich persönlich verstehe die Motivation auch nicht. Ich brüste mich quasi mit dem Stolz, dass ich Cheapo-Instrumente gut zum Funktionieren bringen kann. Klar, andersrum, dieser Markenfetisch in der Gitarrenszene ist vorhanden. Man weiß auf jeden Fall, man Leute gucken irgendwie, ah ja, das ist eine Fender und gerade auf einem Auftritt, wenn man betrunken ist, dann sieht man erstmal nur das und dann denkt man sich, ja cool, das muss ja ein guter Musiker sein, wenn er sich ein Instrument leisten kann, was mehr als 500 Euro kostet. Top. Das ist ja irgendwie so ein bisschen das, was man erwarten würde, so an Feedback irgendwie. Und das finde ich sehe das sehr kritisch, aber es ist, glaube ich, irgendwas, was Leute dazu motivieren kann, zu sagen, so, hey, geh dem Problem aus dem Weg. Ja, ich denke, so Markenfetisch ist generell immer vorhanden, so dass halt so eine Marke da schon zieht oder so. Also, da wird halt immer so ein Gefühl mit übertragen, würde ich sagen. Und deswegen denke ich mir immer so, wie wohl die Ergebnisse wären, wenn die Leute wirklich Sachen einfach blind anspielen würden. So gar nicht auf das Label achten, gar nicht einfach nur so einen Laden. Augen zu, blapp und dann spielen. Wobei dann natürlich wahrscheinlich, und dann aber auch diese Ehrlichkeit zu sagen, okay, das war so und so, und nicht hinterher zu sagen, ja, aber eigentlich habe ich ja doch bei der Gibson mehr bla 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 gespürt als bei diesem billigen, ich habe es ja eigentlich schon gewusst, so quasi. Manchmal. Echt schwer, das auseinander zu dividieren, so, ne? Das ist irgendwie so, irgendwie schwingt das mit und man kann gucken, inwieweit es einen selber so gesehen das Denken beeinflusst oder wie sehr man denkt, jo, da steht dieser Name drauf, das gibt mir ein völlig anderes Spielgefühl. Ne? Ist ja nicht unberechtigt, ne? Wenn man das selber so fühlt, dann hat es diese Form von Realität für einen, ne? Und
Ja, sicher, aber ich glaube, wir sind da beide eher so von den Sachen, die wir haben, dass wir da vielleicht nicht ganz so auf gewisse bekannte amerikanische Marken achten, dass wir die haben. Okay. Eigentlich auch gut. Ich meine, Angelico ist eigentlich mal eine bekannte amerikanische Jazz-Gitarrenmarke gewesen, aber mittlerweile hat auch nur noch ein Label und ansonsten, ja. Ja, ich besitze Habe zwei ich. Gitarren aus den Staaten. Und die eine war tatsächlich die allererste Gitarre, die ich jemals gespielt und berührt habe. Genau dieses Ding, nicht nur das Modell, sondern exakt diese Gitarre. Und ich konnte sie später dann kaufen. Das war dann irgendwie, das hat dann so ein bisschen dieses Gefühl von der allerersten Gitarre, die Müll war irgendwie gerettet. Das ist so eine Hamer Special USA, das ist so eine Double Cut mit P90 Pickups. Die kann ich nicht wiederhergeben, das ist einfach so. Nee, Ja. verstehe ich. Ja. Okay, ja, wir haben schon wieder ein bisschen überzogen. Uns in den Themen des Gears und der Instrumente verirrt. Macht ja auch Spaß. Wir können das gerne zur Tradition machen, dass wir eine kleine Hörempfehlung unseren Zuhörern mitgeben. Erstmal kleiner Hinweis von mir. Hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt euch gerne unten laut machen. Gebt uns gerne Bescheid, was waren so eure Erfahrungen mit Thema Kernschrott irgendwie? Was hattet ihr mal Pech mit irgendwie Gebrauchtkäufen oder Neukäufen? So, es würde mich mal interessieren. Da gibt es bestimmt einige Stories. Gerade der Gitarrenmarkt ist ja auch dreckig wie Sau. Auf jeden Fall, ja, würde mich auch interessieren, ja, auf jeden Fall. Dann fange ich heute mal an mit der Musikempfehlung. Ich bin letztens über ein Video gestolpert von Evan Marine, das ist ein Bassist, also Evan Marine. Typ, der überwiegend in New York arbeitet und mit allen möglichen Leuten da gearbeitet hat. Aber ein Track von ihm, den ich sehr mochte, da hieß Bouncin. Den gibt es da schon seit Okay. einer Weile, aber da spielt ein Gitarrist namens Mario Camarena, der in der Band John war. Also John ist gerade nicht aktiv, das ist so eine Art Rock, aber sehr verspielte Form von ja, Math Rock oder sowas. Irgendwie sehr verspielt, sehr cool, aber auch sehr virtuos, irgendwie so eine coole Mischung. Und er spielt bei diesem Track Bouncin eben so eine Art Gast-Solo mit ganz vielen Effekten, aber es ist irgendwie so, es arbeitet sich so in diesen Song ein und man wird so an den Stuhl gedrückt und denkt sich so, boah, krass, das ist so fluffig und so so verspielt, aber gleichzeitig drückt das einen so rein und ja, das hat mich sehr beeindruckt. Bouncin von Evan Marine. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Genau, musst du mir auf jeden Fall noch den Link schicken. Ja, ich bin aktuell irgendwie ja, dabei, so ein bisschen die neue Scheibe von My Sleeping Karma anzuhören. Da habe ich heute Morgen mal ein bisschen angefangen, war jetzt noch nicht so ganz so catchy. Sehr, sehr coole Band. Also irgendwie so, ja, wie soll man das sagen? Instrumentaler, so ein bisschen instrumental, dummig, 70er Jahre, fuzzy, Rock, Metal, irgendwie so in der Richtung. Ist eigentlich ziemlich geil, aber tatsächlich habe ich aktuell so ein bisschen so diesen leicht schrägen Pop von Princess Chelsea für mich wieder Sehr geil. entdeckt und höre das aktuell wirklich, wirklich gerne. Ja. Da kann ich auch gerne noch einen Link dazu schicken, aber ich glaube, ich hatte dir vorhin schon was Ja, geschickt. jetzt muss ich die Frage, wie viel 80er ist noch okay? As 80s as it gets, quasi. Ja. Ich feiere das auch. Ja, geil. Gut, dann freue ich mich schon auf die nächste Runde Ja, und danke dir, mein wir schauen Lieber. uns Genieß den ab. Abend. Jo, machen Sie es gut. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.